Willkommen zu einem neuen Part Final Fantasy 12. Wir sind hier in der Nam-Yen-Sa-Sand-See und wollen mal mit dem kleinen Mogri sprechen. Seid ihr den Urotan-Yensa soeben, Kupo? Die Urotan-Yensa sind eine bösartige Rasse, doch ihnen verlangt es nach Hilfe. Kupo, interessiert euch seine Geschichte? Kupo? Aber hallo. Also, in der Nam-Yen-Sa-Sand-See scheint ein Monster die Urotan-Yensa in Aufruhr zu versetzen. Es ist der Todfeind der Urotan, Kupo. Dass die grausamen Urotan-Yensa um Hilfe bitten, heißt, dass es Kupo schlimm sein muss. Ihr seht stark aus. Könnt ihr das Monster nicht der Urotan-Stadt unschädlich machen, Kupo? Soll übrigens eine riesige Schildkröte sein. Als Belohnung versprach der Urotan-Yensa ein Kupo-geheimes Kleinod seines Volkes. Natürlich machen wir das. Mal gucken, ob die noch was anderes. Okay. Schauen, wo ich dann hin muss. Also dann doch. Mal gucken kurz. Nee, da nicht. Das heißt, wir müssen noch da weiter. Gespeichert haben wir ja, wir sind ja so angefangen. Das ist nicht so ganz tragisch, dramatisch dann. Schauen wir einfach mal, was uns dann erwartet. So, die üblichen Alraunen. Eine Kaktorine. Da ist noch eine. Ich würde schon sagen, waren wir nicht zu dritt. Also drei wir und dann Fussler. Ich denke, ihr wollt nicht gegen uns kämpfen. So, weiter geht's. Ja, ich dachte wirklich, dass sie jetzt nicht mehr gegen uns kämpfen, aber naja. Kann sich auch mal irren. Kann sich ja irren. Ich bin mal gespannt, wo diese Schildkröte ist. Die muss ja irgendwo hier sein. Denke ich mir zumindest. So, das ist ein Schatz. Eine Phönixfeder. Da sind noch ganz viele. Nee. Ich dachte gerade. Mensch, aber doch unsere Hilfe. Seid doch mal ein bisschen freundlicher. Naja, was soll's? Wo war denn das Vieh? Ich dachte gerade, da wäre gerade einer von uns hingefallen, aber. War wohl nicht so. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Na, mal schauen. Hallo, Überraschung. Dass sie auch immer irgendwie alle Leute angreifen, nur nicht einen. Wäre natürlich klug, aber nun ja. Man kann nicht alles sagen, gell? Ah, okay, da ist es schon. Wir werden uns ein bisschen buffen, bevor wir hingehen. Maki war das, glaube ich. Ja, nochmal einmal Protus auf uns selber und Fossler.
den Orutan fresse. Greifen die jetzt etwa die anderen an? Oh, Alter. So, mal schauen, wie lange diese Kiste durchhält. Und dann habe ich mir überlegt, gehen wir doch nochmal nach Bujerba und machen die eine Küste fertig. Weil man sieht ja, wir sind doch relativ... Wir sind relativ gut gemächlich dabei. Ach, das ist jetzt alle umgebracht, die doofen Männer. Tatsächlich. Naja. Das war ja wirklich nicht so schwer. Ja. Ein anderer Gegner mal. Sieht so krass aus, als ihm tut es gar nicht. Ich dachte, es wird schlimmer. Na, jetzt ist aber gut. Joa. Los. Und geschafft. Super, perfekt. Orutanfresser wurde besiegt. Ich hoffe, das war so in Ordnung. Wir laufen jetzt eben noch mal kurz zurück und dann werde ich einen kleinen Cut, denke ich mal, machen. Wenn ich mich daran noch erinnere, wenn ich das schneide. Also wenn ich mich überhaupt daran erinnere. Weil ich nehme ja nicht nur immer einen Part auf von 20 Minuten, sondern natürlich ein paar mehr. Wie gesagt, dafür ist es halt ein Rollenspiel. Das ist einfach so vor uns. Gespawnt, kann ich sagen. So. Das ist, glaube ich, hier oben irgendwo, dass ich da was konnte. Ja, da sind auch schon wieder neue. Perfekt. Oder ich würde es einfach drin lassen, glaube ich, und das einfach wieder schneller laufen lassen, weil das immer ganz witzig ist eigentlich. Wenn man mal sieht, so, wenn es wirklich tausendmal schneller läuft, ich finde, das sieht immer knuddelig aus. Hallo? Also wirklich. Das kann doch nicht sein. Jetzt haben wir Gemach auf uns, toll. Das ist aber auch wieder gut. So, laufen wir kurz zum Bukri zurück. Danach nach Rabanastra, habe ich mir überlegt. Allerdings, ist das ein Telekostein? Ne, ich glaube nicht. Das heißt, ich müsste einmal komplett zurücklaufen. Da. Sollte das nochmal? Jetzt habe ich es vergessen. Der Orutan von vorn ist übrigens in die Ogia Jinsasanzi geflitzt. Sicher will er dort eure Belohnung auftreiben, dieses Kleinod, von dem er sprach. Keine Sorge, die Orutan sind rau, doch rechtschaffen. Okay. Das heißt, ich muss jetzt nach... Nach hier. Also... Da. Genau, Ogier. Ich hatte doch gerade gesagt, ne? Ja, wieder mit den 1000 mit den 1000 Raffinerie-Dinger. Was ich nachgelesen habe, muss man allerdings sagen, diese Schätze, die kommen tatsächlich wieder.
Das heißt, eigentlich könnte man... Greifen die mich jetzt an? Ich denke, die sind... Nee, die sind nett. Das heißt, man könnte eigentlich so alle 2-3 Stunden die ganzen Sachen einmal abklappern. Bist du die Belohnung suchen gegangen, Kupo? Und warst du erfolgreich? Kupo, wo rennst du denn hin? Willst du etwa zurück zu deinen Freunden? Das heißt, wir rennen da mal ab. Wohl. Ja. Naja. Muss ich wieder hin und her laufen, ne? Ja, noch 20, sehr schön. Da, da, da. Oha. Eine Versammlung der Otanienser? Das sieht man selten. Kupo? Kupo, Kupo! Kupo? Da geht was nicht mit rechten Dingen zu, Kupo. Kupo, nein! Das darf nicht geschehen! Der arme Otanienser soll hingerichtet werden! Kupo! Warum eine Hinrichtung, Kupo? Diesen Orutan habt ihr es doch zu verdanken, dass ihr das Ungeheuer los seid. Kupo! Die Hilfe von Fremden brauchen wir nicht. Wir Orutanienser herrschen über die Sandsee. Schande brachte diese über uns. Und du, Verräter, deine Worte interessieren mich nicht. Werde wieder zu Sand, jetzt! Nein! Wo ist er, Kupo? Mach, dass er wieder zurückkehrt, Kupo! Jeder, der unseren Stolz verletzt, auch wenn es einer der unseren ist, muss seine gerechte Strafe erfahren. Auch dir bereitete ich nur zu gerne ein Ende, aber heute will ich dich ausnahmsweise gewähren lassen. Doch will ich dich hier nie wieder sehen. Verschwinde aus unserem Territorium, und zwar schnell! Ein Blütenblatt steht hervor. Pflücken? Mit Hunger. Sicher, sicher wäre er nicht glücklich geworden unter den Seinen, Kupo. Seht ihr? Dort wächst eine Blume, Kupo. Genau an der Stelle, wo der arme Orutan verstarb. Eine Reinkarnation? In dieser Wüste wächst kaum etwas, Kupo. Das Kleinod, nachdem der Orutan gesucht hatte, vielleicht war es diese Blume, Kupo. Ja, haben wir schon geholt. Schön. So, dann werden wir die nächsten, warte mal, muss ich hin? Muss ich mal nachgucken jetzt. Ja. Also ich wollte halt noch so ein paar Sachen machen, wie Kranitite. Der Mob auf Jagd. Ach schön. Ein bisschen müde. Ist früh morgens. Ich muss noch aufräumen. Ja, also ich würde so machen, ich würde jetzt zurücklatschen. Also die Zeit machen wir natürlich hier noch voll. Ganz klar. Ich würde es auch alles aufnehmen.
wo ich jetzt hingehe, weil manchmal kauft man dann noch irgendwie welches Zeug ein oder dies und jenes und so viel passiert in Final Fantasy XII nicht, dass ich jetzt ständig da irgendwie was erzählen müsste. Also von daher würde ich dann in der nächsten Folge einfach, also diese 5 Minuten quatschen wir noch ein bisschen miteinander, würde ich sagen. Aber wir werden dann natürlich auch in der nächsten Folge erstmal so ein bisschen was nebenher machen. Das heißt auch diese Megatite da holen. Na, bitte. Mal, weiß ich nicht, wenn Fran nicht sehen, dann weiß ich ja nicht, dass sie mitmachen. Ja, ich glaube, das ist das Günstigste, wenn wir das so machen. Wir sind fertig. Ich glaube, die andere Möglichkeit gäbe es noch zu dem Grab schon zu gehen, weil da weiß ich auf jeden Fall, da gibt es einen Telepostein. Das mache ich jetzt aber nicht, weil ich wirklich erstmal auch komplett zurück möchte und dann ja, und dann nochmal komplett hier hingehen möchte. Es ist natürlich auch immer so eine Sache vom Leveln her. Man kann dann einfach nochmal schön kurz ein bisschen aufleveln, ohne dass man großartig irgendwie was, ja, oder dass ich jetzt 10-mal herumlatschen muss. Und so würde ich das dann im nächsten Part einfach so lassen, dass wir wirklich den kompletten Weg nach Bujaba drinnen lassen. Weil dann sparen wir uns das nachher dann auch auf so ein bisschen. Wir sind schon Level 20. Wir haben ja, glaube ich, nur 99 Level. Ja, und wie gesagt, das gehört halt so ein bisschen halt einfach dazu. Warte mal, bevor du mich angreifst. Aber wahrscheinlich kann ich dich hier. Nein. Würde ich das halt so machen. Ich meine, ich... wie empfinde ich das? Ich empfinde das immer sehr... Ja gut, das gehört halt dazu, ne? Nicht das Ding angreifen, sondern das hier. Ja, also ich empfinde es halt manchmal als sehr langwierig. Das kann langwierig werden. Aber ich denke, wenn wir so einen Kompromiss irgendwie finden... Ich meine, ich lasse es ja schon schneller laufen. Weil ich das auch einsehe. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, was ich euch 3 Stunden lang erzählen wollte. Nur wir müssen es halt machen. Es nützt halt nichts. Daher. Da sind wir auch gleich schon wieder raus. Also es ist auch gekürzt hier alles. Es ist ja auch. Jetzt. Ja. Ach ja. So, wir werden auch keine Umwege großartig gehen. Also wenn nämlich gleich auch jetzt, also ich glaube jetzt kommt sogar der letzte Abschnitt, wo wir dann noch runtergehen. Naja, schlafen. Na. So, wir lassen Eschi einfach da stehen. Das ist egal. Brauchen wir erstmal nicht. Ich glaube, da müssen wir runtergehen. Müssen wir jetzt schon runter? Ja, müssen wir. Ich hätte jetzt erst gar nicht mit einer Jacke. Wenn sie kommt ja auch nach, wenn sie dann gleich auch irgendwann aufgewacht ist. Und zu dritt haben wir ja auch eine relativ gute Chance. Und vielleicht haben wir auch Vossla dann gleich mit im Team, das wäre natürlich bezaubernd. Ich müsste jetzt glaube ich da runtergelaufen kommen. Nein, das ist sie nicht. Sie kommt auch von der Seite. Ne, da kommt sie.
Ach, sind wir wieder wach? Das ist ja schön. Wie gesagt, da habe ich jetzt keinen besonderen Drang, da also einen Wecker zu benutzen oder was, das sehe ich nicht ein. Sind wir den ja auch gleich mal irgendwann raus, tatsächlich. Ja. Gut. Ich meine, die Musik an sich ist schon sehr monoton, muss man einfach mal dazu sagen. Das ist wirklich nur eine keine gute Kampfmusik, möchte ich mal so sagen. Oh ja, ach, wir können den Teleportstein dort beim Anfang benutzen. Das können wir natürlich machen. So, jetzt sind wir alle 21. Das heißt, alle, die 21 sind, kommen natürlich weg. Und jetzt kommen die Leute hoch. Na. So. Mit dem wir noch etwas machen müssen. Schön, wunderbar. Einen Erdstein erhalten. Yeah. Also bis zu diesem Telepuschein spiele ich noch. Der ist ja auch dann gleich hier. Was ist da was? Ha! Der ist mit dem kleinen Kopf. Guck, die fallen einfach um und der stand ja wirklich mit dem Kopf. Das wäre ja niedlich. So, hier runter einmal. Dann sind wir ja auch schon gleich dran. Oh. Penelo hat wieder was gesehen. Weiter geht's zum Telepostein. Oh ja, ganz toll. Das hat ja nichts gemacht, großartig. Und außerdem sind wir gerade an diesem. Sind wir ja gleich an dem Stein. Ich weiß noch nicht, ich glaube, da müsste ich komplett um den ganzen. Das Ganze zurücklaufen. Genau, da haben wir nämlich den Telepostein. Warum ich die Strahlen noch nicht benutzen kann. Da. Nachher brauchen wir diese Steine überhaupt nicht mehr, weil wir dann ja die Strahl haben. So, aber mit der Ankunft in Bujerba würde ich mich erstmal von euch verabschieden. Wir sehen uns wieder, wenn es heißt Final Fantasy 12. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht einen kleinen Kommentar da lasst. Oder auch nicht, mir ist es egal. Macht, was ihr wollt. Tschüss, bis dann.